Hi, heute habe ich gar nicht so viel Zeit. Ich möchte euch aber kurz etwas über das DNG-Format erzählen. Das steht für Digital Negative, also digitales Negativ. Und ich nutze dieses Dateiformat mittlerweile nur noch. Also ist ja so, dass die ganzen verschiedenen Kameras verschiedene, naja, herstellereigene RAW-Formate haben, die irgendwie CR2 oder einfach Punkt RAW oder was weiß ich, was es da noch alles gibt. Das kann ein Problem sein und in Zukunft, wenn irgendwelche Programme das nicht mehr unterstützen oder ist jetzt teilweise schon ein Problem. Und es gibt dieses DNG-Format, was ein allgemeines Dateiformat von Adobe ist. Es ist eine Weiterentwicklung vom beziehungsweise eine Spezialisierung vom TIFF-Format. Und ja, das ist einfach zukunftssicher und wird eigentlich auch in allen gängigen Programmen gelesen, wenn nicht sogar allen, die man so nutzt. Sollte ich irgendwas erzählen, was Quatsch ist und dass Leute sehen, die da mehr Ahnung haben als ich, bitte ich doch inständig darum, in den Kommentaren aufzuschreien. In Lightroom könnt ihr, also könnt ihr beim Import gleich die Dateien in DNG umwandeln oder wenn ihr sie schon drin habt, könnt ihr einfach hier irgendwie alle markieren. Geht oben auf Bibliothek, Fotos in DNG konvertieren und bekommt dann diesen Dialog, wo ihr noch ein bisschen was einstellen könnt. Und sagen, bitte nur die RAW-Dateien konvertieren, mal angenommen. Ihr habt noch irgendwelche TIFF-Dateien in dem Ordner drin oder irgendwelche JPEG-Dateien oder weiß der Himmel was. Deswegen am besten den Haken hinmachen, wenn das ist, was ihr wollt, wenn es das ist. Die Originale nach der Konvertierung löschen. Ich habe beim ersten Mal habe ich es nicht gemacht, um zu gucken, ob alles klappt. Nachdem ich gesehen habe, läuft alles wunderbar, habe ich den Haken jetzt immer da, denn die RAW-Dateien brauche ich ja dann nicht mehr. Ihr könnt außerdem die Dateierweiterung ja, auswählen, ob klein DNG, groß DNG. Ich wüsste nicht, warum ich das groß machen sollte, also bleibt es bei klein. Die Kompatibilität könnt ihr auswählen. Und da ich immer up to date bin, gibt es für mich keinen Grund, eine kleinere Version zu nutzen. Aber mal angenommen, irgendwie ein älteres Photoshop oder sowas mit einer älteren Camera RAW-Version, dann könnt ihr das da auswählen. Außerdem könnt ihr die JPEG-Vorschau auswählen. Ohne mittelvolle Größe und ihr könnt die RAW-Originaldatei einbetten. Das ist eigentlich, finde ich, Quatsch. Die Datei wird nämlich dann doppelt so groß und ja, das ist ja entgegen dem, was ich eigentlich möchte. Mehrere Sachen noch. JPEG-Vorschau, das bedeutet, dass in dem DNG ist quasi als erstes Bild in der Datei ein Vorschaubild von dem Foto. Und das können alle, Programme, also jede Software, die TIFF lesen kann, kann auch dieses Vorschaubild anzeigen. Das kann man ganz gut erkennen. Ich habe hier mal den Ordner offen mit diesem Foto. DNG-Datei, jetzt vom Weihnachtsmarkt. Und wenn man hier dieses Quick View macht, dann können TIFFs angezeigt werden, JPEGs und sowas. Und das zeigt zum Beispiel auch DNGs an. Und ja, hier stellt ihr halt ein, welche Größe dieses Vorschaubild haben soll, quasi welche Qualität das ist. Ich bin da auf mittlerer Größe und das ist vollkommen okay. Dann ist es so, wenn ihr in DNG konvertiert, ist die Datei kleiner als die RAW-Datei. Zumindest ist es bei der Konvertierung von den Canon RAW-Dateien zu DNG so. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das bei Nikon oder Sony oder was auch immer verhält. Da kann ich leider nichts zu sagen. Wichtig ist zu wissen, die Komprimierung ist verlustfrei. Also ihr macht keine Verluste. Es ist alles wunderbar. Braucht keine Angst haben, dass irgendwelche Daten verloren gehen. Ganz im Gegenteil, es stehen sogar noch mehr Daten drin. Das DNG-Dateiformat speichert nämlich Metadaten, also Kameradaten, Aufnahmedaten und auch das, was sonst noch weiter in den XMP-Dateien stehen würde, die zugehörig
zu eurer RAW-Datei sind. Das steht auch in der DNG, nämlich so Sachen wie dieses Foto habe ich bearbeitet. Jetzt ist hier ein roter Punkt. Ich hoffe, alles läuft noch. Jetzt ist wieder ein grüner Punkt. Gut. Wie jetzt hier habe ich zum Beispiel die Belichtung auf plus 0,25 angehoben. Diese Information wird jetzt in der DNG-Datei gespeichert und nicht mehr in einer externen XMP-Datei. Das bedeutet, ich habe hier in meinem Ordner nur noch eine Datei und das ist mir alles viel lieber. Dazu kommt, wenn ich jetzt andere Sachen noch kurz. Generell ist das Format einfach zukunftssicher, weil es von allen Sachen, die TIFFs lesen können, verbreiteter Standard, einfach gelesen werden kann. Irgendwann werden sich diese ganzen Kamerahersteller mal auf irgendwas einigen müssen, denn im Moment ist es ja, RAW hier, RAW da und ich verstehe eigentlich nicht, warum nicht einfach alle Kameras direkt DNGs speichern. Das klingt für mich logisch. Vielleicht wollen sie aber sich irgendwie Adobe nicht ergeben und deren Dateiformat nutzen, sondern wollen ihr eigenes durchsetzen. Das weiß ich nicht so genau. Ich kenne mich jetzt in den politischen Entscheidungen da nicht aus. Klar ist, es ist zukunftssicher und ja, man ist einfach auf der sicheren Seite und braucht keine Angst haben, dass irgendwann Lightroom zum Beispiel die blöden Canon RAW-Dateien nicht mehr unterstützt oder sowas. Hier, wenn ihr das macht, dann seht ihr das Originalbild, das Vorschaubild. Wenn ihr diese Datei jetzt in Photoshop öffnet, dann öffnet sich das in der Camera RAW, in Camera RAW, übrigens Version 6.2. Und wie ihr schon seht, ist hier die bearbeitete Version. Vorschaubild, bearbeitete Version. Die ganzen Sachen sind gespeichert in meiner DNG-Datei. Es ist ein bisschen blöd, dass ich hier durcheinander habe. Ich kann auch noch mal raussuchen. Wo war denn das jetzt hier? Das war 2010. 10. 10. Da. Und dann die Datei Nummer 22. Nein. 21. So, öffnen wir die hier nochmal. So. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts, weil die Paletten im Weg sind. Gut. Auf jeden Fall hier. Plus 0,25 für die Belichtung, Wiederherstellung auf 10, 0,25 Wiederherstellung auf 10, 21 Schwarzwert und das ist hier genauso. Also ist klar, was ich sagen will. Ja, also ich kann euch das nur empfehlen. Es dauert halt ein bisschen beim Import und auch in DNG umzuwandeln, aber ich finde, das ist es auf jeden Fall wert. Denn ich sehe einfach keine Nachteile. Wenn ihr eine andere Ansicht habt oder mehr Informationen, was mir jetzt fehlt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Alles klar, bis morgen. Ciao.